Ja, es ist Punkt 19 Uhr. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Wir haben heute den Donnerstag, den 1. August 2013. Heute haben wir zwei Themen in der Sendung. Einmal geht es um die Schulschließung in Griechenland. Da habe ich, vorgestern haben wir ein Interview aufgenommen mit Marina Spanos, griechische Journalistin, bekannt von Hellas Frappé. Und Kollege Josch hat ein Interview gemacht mit Professor Dr. Hans See, ehemaligen Vorsitzenden vom Business Crime Control. Da geht es um Gustl Mollat. Ja, vielleicht etwas zur Einleitung. Wir haben gelesen in deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass ungefähr 1000 insgesamt Schulen und auch Kindertageseinrichtungen in Griechenland seit 2011 geschlossen worden seien. Und ja, da haben wir Marina Spanos danach gefragt und das hängt auch damit zusammen, dass man im öffentlichen Dienst Personal umschichtet. Was da nicht ganz geklärt werden konnte, ist, es gibt da wohl eine Mobilitätsreserve für einen aus griechischer Sicht Überbestand an Lehrern. Da haben sehr kleine Klassen zum Teil dort, um die in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes einsetzen zu können. Wenn man sich die Auflagen gegenüber Griechenland anschaut, vor allem auch die im Zusammenhang mit der Umschuldung, da sollten erhebliche Zahlen an Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, soweit ich mich entsinne, sollten es 150.000 sein innerhalb weniger Jahre, sollten auch in so eine Reserve kommen und dann nach so und so vielen Monaten entlassen werden. Entweder ist diese Mobilitätsreserve zusätzlich dazu, oder man hat es abgemildert und stattdessen, das haben wir leider nicht bisher abklären können, ob die ursprünglichen Forderungen abgemildert sind. Die griechische Regierung hat ja nicht in die großen Zahlen bisher an Leuten im öffentlichen Dienst entlassen, wie es von der Troika gefordert worden war. Es könnte durchaus ein Zeichen sein der Suche nach Verhältnismäßigkeit. Während man sich die Auflagen im Gesundheitswesen anschaut, darüber haben wir ja auch schon mehrmals berichtet, ist in Griechenland immer noch Katastrophe. Die haben das Gesundheitswesen kaputt gespart. Bei einem zweiten Interview geht es darum, Gustl Mollat, er hat vor einiger Zeit vom Bayerischen Landtag gesprochen, sitzt in der Psychiatrie in Bayern. Viele meinen zu Unrecht. Und der ehemalige Vorsitzende vom Business Crime Control, Professor Dr. Hans See, setzt sich ein, dass der Mann Gerechtigkeit bekommt und dass das gründlich aufgeklärt wird und dass er aus der Psychiatrie entlassen wird. Er gehört zu den vielen Leuten, die der Auffassung sind, dass Herr Mollat zu Unrecht in der Psychiatrie in Bayern sitzt. Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, hier auch etwas zu bringen über Alternativen zum Internationalen Währungsfonds, der sich einiges am entwickeln, aber vielleicht vieles noch nicht im Detail spruchreif. Deswegen konnten wir dazu kein Interview kriegen. Wir haben uns auch bemüht, bei einer Gewerkschaft in Jamaika ein Interview zu bekommen. Wir hatten ja letztes Mal einen führenden Gewerkschafter aus Trinidad und Tobago und der hat uns ja informiert im Interview, dass es Jamaika wesentlich schlechter geht mit IWF-Auflagen. Nun ja, aber wie es so ist, es gibt halt auch menschliche Dinge und da hat man mir gesagt, dass mein deutscher Akzent nicht gefallen würde. Vielleicht machen wir nochmal bei einer anderen Gewerkschaft einen neuen Anlauf, um uns da zu informieren. Da fühlte ich mich dann doch etwas vom Kopf gestoßen, wo wir uns doch wirklich sehr für Völkerfreundschaft hier einsetzen. Ja, deswegen heute von den Beiträgen her insgesamt etwas kürzer als sonst. Nächste Sendung, 15.8., haben wir aber wieder einiges in Vorbereitung. Und da werden wir dann noch informieren, sobald es spruchreif ist. Ja, und nun bitte ich
um Anspielungen nacheinander der beiden Beiträge und verabschiede mich als Moderator jetzt schon mal von Ihnen und am 15.08.19 Uhr ist die nächste Sendung. Herzlichen Dank. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte. Wir kommen jetzt zum Interview mit Marina Spanos von Hellas Frappé. Wie Sie vielleicht in den deutschen Wirtschaftsnachrichten gelesen haben, sind seit 2011 ungefähr 1000 Schulen und Kindertagesstätten in Griechenland geschlossen worden. Und dazu interviewe ich nun Marina Spanos von dem griechischen Blog Hellas Frappé nach ihrer Einschätzung. Guten Abend, Marina. Good evening. Hello, how are you? I'm well. Marina, since 2011, as we have read on the German website Deutsche Wirtschaftsnachrichten, about 1,000 schools and kindergartens have closed at Greece. What do you think about the situation of the education? Okay. First of all, a lot of schools have closed already. And by September, there's going to be about 118 more schools to close. Okay? This is... Es haben schon sehr viele Schulen geschlossen. Bis September werden es 118 mehr sein. Yes, it's 31 elementary schools. 31 Grundschulen. 12 kindergarten. 12 Kindergärten. And the 87 preschool. For, you know, it's like daycare. Yes. Very small 87 Vorschulen. Okay, the reason they closed these schools is the reason they closed the schools basically is because they're too expensive to maintain. They promised this in the memorandums to have less schools because we have too many teachers in Greece. Okay. Griechenland ist mit Lehrern überversorgt und im Memorandum haben sie versprochen, Schulen zu schließen, um entsprechend Einsparungen zu machen. Die Schulen sind zu teuer für die Haushaltslage. 118 schools only, 120. The other ones, they're finished, they're closed. Now I'm talking only 118 that were just open 1 month ago, but they're closing now in the summer. For September. And the only money they're going to save is 228,000 euros, which is nothing. 228,000? Yeah, to save 228, yes. From closing 118 schools, daily childcare and kindergartens in the time from the middle of this year to September. This saves only 228,000 yes. euros. Yes, yes. And we have to understand why they're doing this. Maybe you want to explain this in German and then I will explain to you why they're doing this. Okay. Also von den Einrichtungen, die Sie jetzt schließen, von Mitte des Jahres, 118 Einrichtungen bis September, da sind nur Einsparungen von 228.000 Euro drin. Und jetzt geht es darum, warum man trotzdem die Schließung macht. Okay. Okay, the reason they're doing this is because, first of all, Greece has too many teachers, okay? That's the first reason. Der erste Grund ist, dass Griechenland viel zu viele Lehrer hat.
Okay. The second reason is because the schools had some schools had maybe two students or five students or 20 students in small villages all over Greece. Maybe there was even one student, you know? So they're closing In the small schools to bring the children to a bigger school. Es gibt Schulen in abgelegenen Orten in Griechenland, die haben vielleicht ein, zwei, fünf oder 20 Schüler. Und viel zu kleine Schulen werden geschlossen, um die größeren Schulen zusammenzulegen. Also es very remote schools with such a little amount of children. The places where it's a problem, okay, is the Greek islands. Because the Greek islands, they don't have such a big variety of schools, okay? They have maybe four or five schools, okay? So that's a problem. It's not a problem the rest of Greece, because with a bus, children can go to a bigger school, okay? But in the Greek islands, it's a problem. It's a problem. I'll give you one example. Ravdos. Ravdos is an island south of Crete. I think it had one school, one child only, one student. That's it. So if that student wants to go to school, she has to take a ferry boat to Crete, which is 1.5 hours away. You understand? Ja, also wenn soweit Busse vorhanden sind, ist das alles zumutbar. Aber es gibt einige griechische Inseln, wo es halt die wirklich abgelegen sind. Zum Beispiel die Insel Rassos, die südlich von Kreta ist. Da gibt es den Fall, wo ein einziges Schulkind unterrichtet wird. Aber wenn man nach Kreta zum Unterricht will, muss man die Fähre nutzen und das sind 1,5 Stunden jeweils. Also, the big problem right now is not the schools. It's the big problem right now is the teachers, because the teachers do not want to follow the qualifications. Okay, some teachers do not have the proper qualifications to be teachers, because maybe it was they got the job because a minister was a friend of the family, okay, or because they knew somebody in the public sector. This is a problem. They do not want to be examined to see if they're good teachers, and this is a problem. And then I will explain what the government is doing. Ja, ein Problem ist, dass viele Leute in öffentlichen Dienst als Lehrer gekommen sind, durch Beziehungen, sei es jetzt persönliche Bekannte, sei es vielleicht jemand aus der Politik, vielleicht der Minister, und dass aber eben viele Lehrer nicht die entsprechende Prüfung gemacht haben und nun auch nicht daran interessiert sind, die Prüfung zu machen, um zu sehen, ob sie sie bestehen würden, aber trotzdem als Lehrer arbeiten. Ja, und jetzt kommt, was die Regierung macht in Griechenland. So the government, because they're having a war with the teachers, okay? Because the teachers have very, very strong unions. The teachers are not happy because the government is making them work 2 more hours every week, okay? Die Lehrer haben in Griechenland sehr mächtige Gewerkschaften und die haben einen richtigen Konflikt mit der Regierung. Die Regierung will, dass die Lehrer 2 Stunden mehr pro Woche arbeiten. Okay. In the memorandums, the Greek government, not the Samaras government that is now,
the government of George Papandreou and the government of Lucas Papadimos. They signed, I think it was the second memorandum, if I'm not mistaken. They signed for the layoff of 20 of thousands of public sector employees. Okay. And yeah, maybe you want to say explain. Die Regierung von Papandreou und die Regierung von Papadimos, das ist soweit Marina Spanner sich erinnert, im zweiten Memorandum gewesen, haben unterzeichnet die Entlassung von vielen tausend Beschäftigten im öffentlichen Dienst. So because of this, 25,000 workers this year will be put in a mobility plan. And this plan is going to change them. I'll give you an example. If you were a teacher in high school, they might put you to teach kindergarten, because that's where they need people, okay? But the teachers don't like this. They want to stay in their positions. And they do not want to work two more hours every week. And this is the reason they are striking, the biggest reason. Ja, die Regierung will dieses Jahr 25.000 oder hat schon 25.000 Beschäftigte in Mobilitätsreserve umgesetzt, versetzt und dort will sie zum Beispiel, dass Gymnasiallehrer genauso von ihnen genauso verlangt werden kann, im Kindergarten zu unterrichten oder umgekehrt. Und die Lehrer wollen aber bei den Positionen bleiben, wo sie bisher eingesetzt sind und sie wollen nicht 2 Stunden mehr pro Woche arbeiten. Ist es Mobility Reserve? Ist es something else than this reserve where many employees, many officers of the public sector are dismissed after 9 months? Yes, I'm going to explain. But before I explain to you, I just want to say that the reason the government did this is because the Deutsche Bank said, if you do not do this, we will not give you the next bailout. Deutsche Bank? Yes, Germany. Yes. Germany. Not Deutschland. Oh, okay, I understand. Yes. Yes, yes. Schäuble. Der deutsche Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble hat das verlangt, dass the mobility plan or the reserve where they are dismissed after 9 months. What has he demanded? Well, they forced the Greek government to make the mobility plan so that the Troika, the IMF, and the European Central Bank, and the European Union in Brussels, which is Germany basically, can give the next bailout, which was 9.2 billion, which they just agreed on Monday. Last Monday they agreed. The nächste Rate von Hilfsgeldern, 9,5 Milliarden, ist jetzt letzten Montag freigegeben worden. Dafür war eine Bedingung, dass dieser Mobilitätsplan umgesetzt wird. Now, the mobility, you want to know how it works? Okay. The mobility plan for 2013, because it's 2 years, for 2 years. It's 25,000 employees for 2013, 2014. For 2013, it's 12,500 teachers and police
municipal police officers, city police officers, not the Greek police. It's a small, it's a smaller police force. They will be placed in the mobility plan, and the government gives them 8 months to move to another area in the public sector where they can be they can operate better. And if they do not do that, if they refuse, then they will be fired. It's not a plan to reduce the amount if they follow the order to move to another area of the public sector. Exactly. That's why I told. This is why I told you that there's a lot of propaganda, because the government only fired, and they didn't fire. Basically, they moved teachers. The substitute teachers, not the head teacher. This is the substitute teacher to other areas in the public sector where they need people to work. I'll give you an example. For instance, they need the teachers who teach English or German or computers to teach children in kindergarten. It's a small, stupid example, but it's an example. And the teachers' unions said no. Okay. Für 2013 und 2014 hat diese Mobilitätsreserve sich erstmal konzentriert auf Lehrer und auf Marina hat sie im Englisch genannt City Police Officers, also für Beschäftigte der Kommunen, für innere Sicherheit wird in Deutschland vielleicht Ordnungsämter sein. Und dass die dann bereit sein müssen, in anderen Bereichen des öffentlichen Sektors eingesetzt zu werden. Nur wer nicht bereit ist, versetzt zu werden innerhalb des öffentlichen Sektors, der verliert seinen Job. Also es ist nicht dieses Modell, wo die Beschäftigten nach 9 Monaten entlassen werden sollen. Das ist etwas anderes, das ist die sogenannte Mobilitätsreserve. Und 8 Monate haben sie dann Zeit, dort umgesetzt zu werden. Es gibt eine ganze Menge Propaganda, weil das eben auch die Gewerkschaften nicht wollen. Wenn jetzt zum Beispiel die Regierung sagt, in dem Bereich, in bestimmten Fächern werden mehr Lehrer benötigt und sie wollen eben nicht entsprechend versetzt werden oder umgesetzt werden, dann dafür ist eben dieses Modell, dass die Gewerkschaften das nicht blockieren können. That's the truth about the teachers. It's they're not being fired. They are just being moved from one place to the other. Because maybe some schools, maybe they were in a school that only had 2 students. So the government is putting them in a classroom with 20 students, and they do not want this. Also, this is the problem. Was ich eben noch ergänzen muss, zu versetzen, es betrifft eher Assistenzlehrer und die eben nicht den Abschluss haben. Und es betrifft vor allem Lehrer mit viel zu kleinen Klassen. Also wenn es sehr abgelegene Klassen sind, die vielleicht nur 1, 2 Schüler haben, dass es jetzt Klassen sein werden mit mindestens 20 Schülern. Another thing the government did was he took a lot of sectors in the public sector, a lot of departments, and they closed them. And the reason they closed them was because these departments were not busy at all. And these teachers, they had the specializations. For instance, I'll give you an example. They closed some schools, and the nurse of the school
now has to go work at a hospital. And of course, they're striking for this too, which is stupid because the only reason they're striking is because they won't have the same benefits like before. Because now the nurse has to work 40 hours every week. Before, she only worked maybe 20, 25 hours every week. Okay? So, yeah. Wenn zum Beispiel, wenn so kleine Einheiten geschlossen werden, die nicht ausgelastet sind, dann ist zum Beispiel, wenn jemand in der Schule dann als Krankenschwester für Schule beschäftigt ist, wird dann versetzt in ein Krankenhaus und muss dann 40 Stunden pro Woche arbeiten, anstatt 20 oder 25 Wochen, Stunden pro Woche. Also, the teachers that lost their jobs in the schools, some teachers that lost their jobs, like in specializations, are going to be used by the government. Half of these teachers are going to be used in other areas of the public sector. But again, the unions, they do not want this. They want to keep the situation as it is, which is stupid because you cannot have a school with two students. You need a school with many students and not one teacher. You need a school with one teacher for grade one, one teacher for grade two, one teacher for grade three, because children learn better like this, okay? And the unions are against this because the teachers, the problem is that if the teacher gets this order from the government to move to another school, it might mean that they have to move to another village to live or to another town, and this is expenses, okay? And this is why they are against these measures, basically. Ein weiterer Grund ist, dass die Gewerkschaften dagegen sind, wenn die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, also wenn die Lehrer mehr versetzt werden können, dass sie auch umziehen müssen. Das kostet natürlich eine private Menge. So the government has not really fired thousands of teachers, like some blogs are saying or whatever. That's propaganda. The government has placed 15,000 workers this year on mobility to go into other areas of the public sector where they need people. But because these people were very comfortable in their positions, they do not want to move to another area in the public sector. They want to stay where they were before because maybe Propaganda, die Regierung hat they jetzt, are hat afraid of the money too. They are also afraid maybe because the money will be different. Maybe their position will be different. You understand? Beschäftigten haben auch Angst, dass ihre Bezahlung, dass ihre Position anders sein wird, wenn sie in einen anderen Bereich versetzt werden. Yes. I have read that in the Greek constitution, I think it's article 16, that the state is obliged that school education must be without a payment, without any self-payment by the children. So I think this also is a reason that Greece cannot afford two small schools. The problem is in the season 2011, 2012,
I remember many news stories talking about many schools that were, the children were very cold. They had no heating. The schools were in very bad condition. Many, many problems. And this is because Greece, because of the austerity measures, and because Greece has such a big, big public sector with too many people in managerial positions, okay? Not enough people actually working with the people, like me, you, everybody, okay? So they have very big problems in the public sector. I think this is why the mobility scheme, the mobility plan is very good, okay? Because people will not lose their jobs, but the government will use them somewhere else that there is a need, you know? You cannot keep schools open when there is no money in a country. Right now, Greece has no money to keep its schools. So who's gonna suffer? First, education, then healthcare, then safety. The only way Greece can solve its issue, its problems, okay, like this, and keep the schools, is to get rid of public sector workers. The public sector is too expensive for the people. Ja, Griechenland hat eben auch einen zu teuren öffentlichen Sektor. Griechenland kann sich so viele Schulen noch nicht mehr leisten. Und wenn das in einem Land das Geld ausgeht, dann muss man sparen im Gesundheitswesen oder Entschuldigung, der Schulwesen. Da soll es auf Kosten eben vom Gesundheitswesen oder von der Sicherheit gehen. Und es seine zu viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Griechenland, die man gar nicht alle bezahlen kann. Und das und die Mobilitätsreserve, da verliert ja keiner seinen Job, aber muss dann auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes, wo er mehr gebraucht wird, dann tätig werden. Und das ist eine gute Sache. Do you know, has this Mobility Reserve replaced what has been on the credit conditions that people from the public sector get in a reserve and are then dismissed after, I think, about 9 months? Or is this additional? No, it's after 8 months, they give the teachers an opportunity to find, or they will find for them, another position in the public sector. In eight months, if they do not find another position in 8 months, then they will be fired, yes. Okay. I've read on the Griechenland blogs about much higher numbers of public sector workers who would have to be fired after 9 months. Maybe it has been replaced by this mobility scheme. That's why I'm asking. I think the government will stick to, like, for instance, I give you example, the municipal police, they will find positions in the Greek police. Okay? Because it's the 12,500 workers who are in the mobility scheme, the mobility plan for 2013, and 12,000 next year, it's 25,000 total. Okay? They're not all teachers. It's nurses, it's teachers with specializations,
It's policemen who work for municipalities. They're going to now be able to work for bigger schools or somewhere else in the public sector. Also es ist eben auf verschiedenen Bereichen, hauptsächlich aus dem Bildungsbereich Lehrer und spezialisierte Lehrer oder es ist von dem inneren Sicherheit der kommunale Polizei, dass Kommunalpolizei zum Beispiel dann eben zur eigentlichen Polizei versetzt wird oder wo sonst Bedarf ist im öffentlichen Sektor. Seems to me that there have been other austerity measures which very much more violate human rights at Greece and especially in the health sector, and that that the measures in the education sector are in comparison to that much more moderate. Yes, yes. And I just want to clarify something for you. I forgot to mention, the government did close, they closed 52 departments from the schools, which were, I'll give you an example. In this is in technical colleges, okay? For instance, if you wanted to be, I don't know, if you wanted to maybe be a hairdresser for blonde hair, I don't know, okay? I'm giving you a very stupid example. Which is a job that there is no, there's nothing. It's just, these were schools that were made by the PASOK government in small little towns just for economic reasons. Because when you open a school, you have students and you have, it's like tourism all year, okay? So the socialist government, they had this big idea in the 90s to make a lot of schools around Greece that basically teach nothing to the students because these diplomas, they could not use them anywhere, okay? They could not get a job anywhere after, unfortunately. And these students, for instance, I know students who got their diplomas, and now they're working at McDonald's, okay? Because they can't find a job. There's no demand for their work. So the Greek government now, and the Troika, okay, this is a good thing with the schools, okay, that they're doing this mobility, because they're putting teachers where they are needed, not because some little town of 100 people wants to make money. You understand what I mean? That's the good thing, but there are bad things too, which I will tell you after you translate this. Ja, ich habe gesagt, also es scheint ja, was sie für Sparmaßnahmen im Bildungssektor machen, deutlich moderater zu sein als zum Beispiel im Gesundheitswesen. Arena Spanos hat ein Beispiel genannt, auch mit in technischen Schulen, also Berufsschulen, dass es Berufsschulen gibt, die ja sehr spezialisiert sind. Und wenn man dort seinen Abschluss macht, man dann kaum einen Job findet, weil sie halt zu starke Spezialisierung aufweisen und die berufliche Bildung dann nicht breit genug ist. Und dass es ja sinnvoll ist, die Lehrer, die dort beschäftigt gewesen sind, dann auch in anderen Schulen einzusetzen, da wo wirklich ein entsprechender Bedarf ist. Das Überangebot auch an beruflichen Schulen war auch eine
Methode der lokalen Wirtschaftsförderung der PASOK-Regierung in den 90er Jahren, wovon man eben inzwischen wieder abgekommen ist. Aber es hat auch Nachteile, dieser Mobilitätsplan. So, the bad thing is that a lot of these students who began these courses, now they don't know what to do. Because some students have not finished. So now they have to start from the beginning in another career. You understand? Like if their families were paying 2 years to educate their children, now they have to pay 2 years more to continue the education. So this is the bad thing. This is the bad thing. This is what why they're complaining, and this is the bad thing. Der größte Nachteil ist bei den Schülern, die angefangen haben ihre Ausbildung und die dann wieder von vorne anfangen müssen, weil eine Schule geschlossen hat, wo sie bisher waren, und keine entsprechenden Übergangsregelungen existieren. Und das sind natürlich auch Kosten für die Familie dann. Even so, there shall be no education fees according to the Greek constitution. No, there's no education fees in primary and secondary. But when the way the system works in Greece is when you go to university or college, you might not be accepted in a university in, let's say I live in Athens and I make application for university in Athens, maybe I will not be accepted in Athens. So maybe they take my second choice, which is a university in Thessaloniki. But to move to Thessaloniki, I need to rent an apartment, I need to live, and it's money. You understand? So this is what the PASOK government did before. So they made little colleges all over Greece, and students were going to these colleges, and these little towns would make money from the students by renting apartments. The tavernas, the restaurants would make money, the coffee shops, the, you know, there was economic activity in their town because they had the colleges operating. Now these colleges closed. So these towns, they feel that they will die because they don't have, they will not have economic activity anymore. And this is why they're complaining about these schools closing, yes. Die Kleinstädte oder Dörfer haben ihre eigenen Berufsschulen gehabt und hier es wurde ökonomische Aktivität angezogen, weil die Schüler dem dort, also Grundschule und weiterführende Schule sind frei, aber wenn man dann eben danach zum College geht, dann bekommt man nicht unbedingt dort einen Platz, wo man in Wohnortnähe, sondern es kann sein, dass man weiterreisen muss. Das heißt, man muss Wohnungen mieten und etc. Und dadurch, durch die Studenten, wird halt die Wirtschaft angekurbelt in kleineren Orten. Das war das, wie PASOK Regierung das gemacht hat. Nun haben eben viele dieser Berufsschulen geschlossen. Ist College like University more specialized or is College like education for job of a worker? Yes, yes. Yes, like for instance, if you wanted to be a geologist for chickens, I don't know, or you wanted to be a lab technician for donkeys. stupid careers that never they have no demand on the market. These students were finishing these schools, and they could not find work because these careers are garbage.
These were just a diploma, and these students ended up working in places like McDonald's. It wasn't academic. It was a technical college, you know? Ah, Technical okay. colleges. Yeah. Also technische Colleges, ja, vielleicht eher wie in Deutschland den, irgendwo zwischen Berufsschule und Fachhochschule. Also es war eher technischer als akademischer Abschluss. Und viele dieser Abschlüsse wurden auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt. Und viele, die dort einen Abschluss gemacht haben, arbeiten heute zum Beispiel bei McDonald's. I ask myself if they have closed so many schools, and I think in, perhaps in Greek schools poor students get school meals. Are the in how far are these schools crucial for the nutrition of the students? Yes, they many schools will still offer. Some schools will not offer anymore because the government has no money. The problem is that the austerity that the Troika put on Greece, the first thing they hit was the health, which is now it's very bad because you if you book if you have a problem today, maybe with your with your heart, okay, you have to call a number, pay to call this number, 1 euro, 2 euros, something like that, and book an appointment, which will be in 2 months from now. So you have to, it has to be an emergency for them to take you to today, okay? And this is the austerity, because when for instance, when they tried to clean up the schools, the because it was a big mess, okay? When they tried to, when the government tries to close stupid colleges, or when the government tries to take the municipal police and put it in the police, because we need police, okay? Everybody screams. Everybody complains. Nobody wants change. Nobody, nobody. They want the same thing. What? But they do not realize that the people do not have the money anymore to pay this public sector. It's too expensive. It's too big for Greece, and it's too expensive because we need people in hospitals, we need people in the police, we need people I don't know, in other areas, and nobody wants to move from the school. I gave you an example before, the nurse in the school. She doesn't want to go work at a hospital, even though she's a nurse, because at the hospital, she might have to work more hours, and she doesn't like losing her benefits. You know? What does the, before she was working... Yeah, sorry. What does the school need a nurse for? Many schools had nurses because, you know, a student can hurt himself or fall down, many reasons. They had nurses at the schools before, and now they're taking the nurses out. So the school unions are complaining. They complained about the 2 hours. They complained about more students because they closed schools. Now they have maybe 5 or 6 more students in their class. They're complaining about that too. They do not want any change. And because the schools want this, the police says that, this, this, and that, the health sector is suffering. Other areas are suffering. You understand?
So the government is trying to cut from the schools because the health, the hospitals, the doctors, they're suffering. People are suffering. I told you an example. If I'm sick today, I will have an appointment in 2 months. In 2 months. In Griechenland, wo wirklich dringender Bedarf ist und wo man über die Sparmaßnahmen wirklich heftigen Schaden angerichtet haben, sind im Gesundheitswesen. Zum Beispiel, wenn man heute Herzbeschwerden hat, da muss man eine kostenpflichtige Nummer anrufen. Der Anruf alleine kostet einen bis 2 Euro ungefähr und bekommt dann, wenn es nicht gerade ein Notfall ist, bekommt man dann einen Arzttermin in vielleicht 2 Monaten. Und beim Gesundheitswesen besteht Bedarf, bei der Polizei besteht Bedarf und viele Leute wollen keine Veränderung. Schulen haben in Griechenland oft eigene Krankenschwestern, denn die Schüler könnten ja verfallen und sich verletzen. Und diese Krankenschwestern sollen jetzt versetzt werden in Krankenhäuser, wo sie dringender benötigt werden. Aber viele in den Gewerkschaften, Leute in den Gewerkschaften, die wollen das nicht, weil da muss man mehr Stunden arbeiten und könnte auch gehaltsmäßige Vergünstigungen dadurch verlieren. Ja, hat er die Frage gestellt, wenn man Schulen schließt, wie weit sind Schulmahlzeiten wichtig für die Ernährung? Wie sehr hängen die Schüler davon ab? Und teilweise hat man auch bei den Schulmahlzeiten zusammengestrichen, weil der Staat nicht mehr das Geld hat, hier zu bezahlen. Aber es gibt dringendere Dinge, wo Griechenland Geld ausgeben muss. Und bei den Schulen ist eine Überversorgung. Und beklagt man sich, wenn man 5 bis 6 Schüler mehr in der Klasse hat. Okay. Many thanks for giving an overview about the austerity measures in the school sector. Yes, you're very welcome. It's good that people know the truth because I'm Greek and I love my country very much, but I don't like when they have propaganda because propaganda is not right. You know, it's lies. And some things do in Greece, the austerity is very bad, but some things have to change. Because for us to be in the situation we are today, some things did not operate right, okay? And we do have to change some things. I just wish the Troika would look at the people, because right now Greece has 27% unemployment and people are really, really suffering, especially the old people and people who, the cancer patients. And you know, I have someone I love who has cancer, and I see it at the hospitals, how they suffer. And this is because we have a public sector that is does not operate very good. And I never thought I would say this, but that's the only reason I'm very happy that the Troika is here, is because some things have to change in the public sector, you know, but not to make 11 million people suffer. You have to go inside and clean it up, okay? And take people from managerial seats, and because they make money being managers. Everybody's a manager, okay, in the public sector. And make them work in normal jobs, okay? And they do not want these positions, of course, because they're gonna lose their benefits. And this is what the problem is in Greece, basically. They have to change a mentality. They have to clean some things up.
Because I know, and I'm telling you this, I'm living it every single day. There are people who are sick in this country. You know, I have someone I love who's suffering from cancer. And I see it at the hospitals. Something has to change because the hospitals are suffering. It's that simple. Es ist eine schlimme Situation in Griechenland und ja, die alten Menschen leiden, die Krebspatienten leiden. Jemand, den Marina liebt, leidet an Krebs und es gibt 27% Arbeitslosigkeit. Aber es gibt eben ein paar Dinge, die die Troika richtig macht, nämlich bestimmte Dinge im öffentlichen Sektor müssen sich ändern. Es kann nicht sein, dass jeder ein Manager sein will, sondern die Leute werden gebraucht in anderen Jobs. Es kann nicht jeder das Land verwalten oder managen, sondern ja. Can I just say one more thing? Yes, certainly. Yes. I also I'm very happy that the German government is in Greece. Because the German people, they're very organized. They have organization. And I'm Greek Canadian and I know about organization, okay? So this is, I'm very happy they're here because the Germans are very organized. They work hard, and because they work hard, they make their money by working hard. They don't make their money because they have a friend who's a politician. They don't make their money because they have a friend who's a manager who can put them in a job. They make their money because they go to university and they work hard. And I'm someone who went to university. And it's very difficult for me in Greece to find work because I have university. Because some things in this country do not change. The people here, they have to change mentality for a lot of things. But I do not agree. I do not agree. I do not like it because I see it. I live it every single day. I see the suffering. I see people crying. I see people hungry. I see people without electricity, okay? Without food. Because of the austerity. Because, yes, we are going to finally organize Greece. But there's going to be so much suffering until this happens. And I think the Troika should have examined this because they created a tragedy in Greece. They should have done it slowly, not altogether. You can't correct 30 years of mistakes in 2 years. You cannot do that. It's impossible. Was, right? Was Marina sehr gut findet an den Deutschen ist, dass sie gut organisieren, dass sie hart arbeiten und dass sie einen Job nicht dadurch bekommen, dass sie jemanden kennen, der ihnen einen Job verschafft, sondern dass sie dafür hart arbeiten und deswegen findet sie es auch gut, dass das deutsche Griechenland dabei helfen, sich umzuorganisieren diesbezüglich. Aber was nicht in Ordnung ist, ist, dass Menschen leiden, dass Menschen Nahrung fehlt, dass ihnen Elektrizität fehlt und dass die Troika sich nicht angesehen hat, was ihre Maßnahmen, ihre Sparmaßnahmen bewirken würden, welchen Schaden sie verursachen würden. Und die Troika hat es viel, viel zu schnell gemacht. Sie hätte genau hinschauen sollen, was die Maßnahmen bewirken. Und
Man kann nicht, wenn 30 Jahre viele Dinge schiefgelaufen sind, alles erzwingen, dass sich alles auf einmal in 2 Jahren ändern muss. Many thanks for the interview. You're very welcome and good night, Germany. Thank you very much for having me. Herr Professor See, vielleicht vorher noch ein, zwei Worte zu Ihnen. Der Gründer und langjährige Vorsitzende von Business Crime Control, eine Organisation, die Menschenrechtsverletzungen, die Bürgerrechtsverletzungen, die durch Wirtschaftsunternehmen verursacht werden, beobachtet und darüber aufklärt. Sie planen für den kommenden Freitag in München eine Demonstration. Ja, vor dem Justizministerium um 16 Uhr werden wir eine Demonstration machen, die unter dem Stichwort, ich gebe es verkürzt wieder, Demokratie statt Psychiatrie für die Freiheit von Gustl Mollat eintritt und seine Freilassung fordert vor den Landtagswahlen, weil wir den Verdacht haben, das soll verschleppt werden bis nach den Wahlen. Wo liegt für Sie denn in diesem Fall der größte Skandal? Ja, es wird natürlich generell und zu Recht die Justiz kritisiert, es wird die Psychiatrie kritisiert, aber zu sehr vernachlässigt scheint mir die Rolle der Hypo Vereinsbank, die ja sehr früh schon wusste, dass das, was der Moller da ausgesagt hat, keine Spinnerei, keine Verrücktheit war, sondern schlichtweg eine Wahrheit. Und dass die Bank das nicht offengelegt hat, zumindest der Justiz hat zukommen lassen. Und wenn sie es hat zukommen lassen, dann wusste niemand etwas davon. Das wäre also noch zu klären, vielleicht von irgendeinem Ausschuss, wer was wusste und wer wen informiert hat. Aber die Bank hat schlichtweg diesen Mann in der Psychiatrie verhungern lassen, weil sie nicht ihre Informationen in die Öffentlichkeit getragen hat. Warum? Das kann man leicht verstehen. Die wollten ihre Steuerbetrüger da nicht verraten. Aber das ist ja kein Grund, einen Menschen in einer Psychiatrie verschwinden zu lassen über 7 Jahre. Das ist eine Sache, die ich als unglaublich schweres Menschenrechtsverbrechen deute. Und ich sage, das muss noch Konsequenzen haben. Wie sehen Sie denn die Rolle der Justiz in dieser Sache? Die Justiz hat meines Erachtens eben, muss man bei den Staatsanwaltschaften anfangen, die Sache nicht gründlich genug verfolgt. Ich weiß nicht, wir haben ja eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft, ob Weisungen von oben sie daran gehindert haben, bei der Hypo-Vereinsbank erstmal zu gucken, ob das tatsächlich stimmt. Denn dann wäre ja möglicherweise das schon von der Seite aufgedeckt worden. Und natürlich hat die Psychiatrie, wie das ja in Hessen, bei den hessischen Steuerfahndern auch der Fall war, hat die Psychiatrie natürlich auch ihre Rolle gespielt, sehr staatsfromm und parteifromm und hat da meines Erachtens auch eigentlich ein Verbrechen an der Menschenwürde begangen. Da soll es ja so einen Zirkelschluss von Beteiligten gegeben haben, die wirklich bis in die höchsten Ränge reichen. Dem kann man natürlich jetzt nicht einfach beweisen, aber angesichts unserer Kommunikationsgesellschaft und der totalen Vernetzung unserer Eliten kann man zumindest erstmal hypothetisch sagen, das ist sehr wahrscheinlich, dass alle irgendwo verstrickt sind, mehr oder weniger. Und wir wollen ja auch darauf dringen, dass das eben noch weiter aufgeklärt wird. Es kann ja nicht sein, dass man so einen Fall auf sich beruhen lässt. Es ist unmöglich, sich gegenüber allen anderen Ländern der Welt als die großen Menschenrechtsmusterknaben darzustellen und selber solche Dinge hier undiskutiert geschehen zu lassen. Ja, natürlich. Sehen Sie denn, dass Gustl Mollat dennoch Chancen hat, in naher Zukunft freizukommen? Ja, nach der Wahl bestimmt. Meines Erachtens müsste aber der vor der Wahl rauskommen. Nur sagen Sie ehrlich, wenn der jeden Abend in Talkshows das schöne Bayernbild der CSU schwarz malt, dann ist natürlich die Wahl nicht so hoffnungsvoll zu betrachten und zu erwarten, wie das jetzt im Augenblick geschieht. Und deswegen befürchte ich, dass man diesen Mann einfach
erst nach der Wahl etwas gerechter behandeln wird, dass dann etwas geschieht. Und wenn man wieder im Sattel sitzt fest, dann wird auch nicht so deutlich, welchen Anteil die CSU mit ihrer totalen Vernetzung an diesem ganzen Geschehen hat. Das halte ich also auch für eine Katastrophe, dass eine Partei über Jahrzehnte mit absoluten Mehrheiten inzwischen fast keine Position mehr freilässt, besetzt, die nicht von CSU-Leuten besetzt ist. Das ist meines Erachtens wirklich ein Verhältnis. Da spricht man zu Recht von einem CSU-Staat. Das ist in einer Demokratie eigentlich auch tödlich. Ja. Das zerstört eigentlich das Grundvertrauen in eine demokratische Entwicklung, denn ohne einen Machtwechsel können solche Dinge natürlich viel leichter sich festsetzen und ihre Aufdeckung verhindert werden, als wenn ein Wechsel stattfände. Wobei die Rolle der Justiz da wirklich noch nicht genügend beleuchtet ist. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Die haben ja mit ihrem letzten Urteil nochmal bestätigt, dass sie gar kein Interesse daran zeigen, diesen Fall ernsthaft aufzuklären. Ja, das ist der Punkt. Und natürlich steht der böse Vorwurf der Rechtsbeugung im Raum. Das ist eine Straftat. Ich glaube sogar ein Verbrechen, die mit bis zu 5 Jahren Gefängnis geahndet wird. Deswegen, das muss geprüft werden. Also das kann man jetzt nicht unterstellen. Ja, aber es sieht alles, Wilhelm Schlötterer hat ja jetzt sein Buch rausgebracht, gerade erschienen, Wahn und Willkür, da wird dieser Fall behandelt. Er zeigt diese totale Durchdringung Bayerns mit CSU-Leuten und diese Vernetzung. Und im Grunde sind das Netzwerke, die undurchdringlich geworden sind und die Aufklärung fast unmöglich geworden ist. Und er sagt, das ist so viel Vorsatz gewesen, das hat er überprüft, er ist ja ein Volljurist und war der obere Steuerfahnder Bayerns lange Jahre. Und der hat gesagt, das ist so viel Vorsatz, den er da aufgedeckt hat, dass man von einem Verbrechen reden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die offizielle Justiz das irgendwann mal auch so sieht und dann eben entsprechend dagegen vorgeht und überprüft, ob es wahr ist oder nicht, denn das ist ja rechtsstaatlich notwendig. Man kann ja nicht die Dinge genauso betreiben, wie wir sie jetzt den Bayern und den CSU-Leuten unterstellen. Also wenn wir denen unterstellen, sie haben gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, dürfen wir als Kritiker dieser Politik das nicht auch machen. Ja? Wir müssen also hier vorgehen mit rechtsstaatlichen Mitteln und müssen das alles Stück für Stück sachlich prüfen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass diese Rechtsbeugung stattgefunden hat, müssen diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. Steht außer Frage. Herr Professor See, ich danke Ihnen herzlich für das Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute für die geplante Demo. Alle wünschen wir uns viele, die mitdemonstrieren und diese Sache vorantreiben.